Tag. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln, schon am Freitagabend. Ich begrüße unseren Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc und bitte um Ihre Fragen. Sebastian Wessling von der WAZ macht den Anfang. Ich beginne mit der üblichen Frage nach dem Personal. Roman Bürki hat ja wieder voll mittrainiert. Rafael Guerreiro ist, glaube ich, auch zumindest wieder im Training. Wie sieht es aus? Ansonsten personell, sind alle Spieler fit? Und wie ist es auch bei Rafael Guerreiro und Roman Bürki? Können die spielen? Sind alle fit, alle da. Genau, nur Morey. Sonst alle da. Das sind gute Nachrichten. Weitere Fragen? Jesko von Eichmann, Sky Sport News HD. Herr Favre, abends in Köln, Flutlicht ist an, Freitagabend ist immer so eine etwas spezielle Atmosphäre. Was erwarten Sie für ein Spiel? Wird das ein Kampfspiel von Kölner Seite aus? Ja, natürlich. Es wird ein schwieriges Spiel. Wir haben mehrmals Köln gesehen. Sie sind bereit schon. Viel mehr als Augsburg, finde ich. Und sind schon eine gute Basis gefunden. Beweis ist das Spiel gegen Wolfsburg auch. Sie haben auch der Unterschied zum Beispiel, sie haben beide gegen Bologna gespielt. Augsburg hat 3-1 verloren und Köln hat 3-1 gewonnen. Und so. Und sie haben Qualität in dieser Mannschaft. Sie pressen sehr gut und sehr hart, sehr intensiv so und ja. Okay. Bitte schön, wir gehen zur Bild-Zeitung. Herr Favre, komme ich auch noch mal zu einer Personalie. Mario Götze hat in den ersten 3 Pflichtspielen auf der Bank gesessen, kam zu 2 Kurzeinsätzen, erinnert ja schon so ein bisschen an die letzte Saison, wo er, glaube ich, die ersten 6 Spiele nicht gespielt hat und hat aber trotzdem eine, glaube ich, sehr gute Rückrunde gespielt. Wie sehen Sie momentan seine Rolle, auch weil Paco vermutlich ja, der trifft ja ganz ordentlich, bleibt ihm momentan nur die Rolle als Edelreservist bei Ihnen in der Mannschaft? Ja, wie Sie sagen, vor ein Jahr es war so, am Anfang haben diese Spieler nicht gespielt und sie haben plötzlich gespielt, es war Mitte September oder Ende September. Das ist so am Anfang, diese waren in eine bessere Form und das ist so. Aber momentan, er hat schon 20 Minuten gespielt am Ende gegen Augsburg. Aber wir haben auch Konkurrenz vorne, Hazard kann auch Stürmer spielen, natürlich Paco, Larsson kann auch so spielen und ja, das ist c'est comme ça. Noch, sehen Sie ihn denn nur in der Rolle als in Anführungsstrichen Ersatz für Paco Alcácer oder sehen Sie Mario auch eventuell dahinter, wenn Sie mal im 4-1-4-1 spielen? Ja, er kann auch dahinter spielen, wenn wir spielen 4-2-3-1. Er kann auch, klar, Julian Brandt kann auch das machen, Hazard kann auch das machen. Es ist viele Optionen momentan. Sebastian Wessling. Ja. Können wir nur mit 11 gleichzeitig spielen. Wo Sie gerade schon Julian Brandt erwähnt haben, das ist ja jetzt auch ein Spieler, der wieder fit ist, der die Möglichkeiten vergrößert. Ein Spieler, der von sich selber auch sagt, und dass er seine größten Stärken im Zentrum hat. Jetzt im Moment, wie das System ist, gäbe es da gar keinen Platz. Wenn man den reinnehmen wollte, müsste man umbauen. Oder würden Sie sagen, er kann auf dem Flügel genauso gut spielen? Oder wie sehen Sie das? Ja, wie Sie sagen, er kann in eine 4-3-3 spielen. Er kann in eine 4-2-3 spielen, 9,5 oder auf der linken Seite. Und ja, es liegt an unserem System. Momentan, wir spielen 4-2-3-1, aber wir können anders spielen, das ist klar. Und ja, wir werden sehen. Das ist wichtig, dass er flexibel ist.
sehr, sehr wichtig und das ist vor allem eine sehr, sehr gute Spieler. Bitte. Eine Frage an Herrn Zorc. Hans-Joachim Watzke hatte am Anfang der Woche gesagt, dass bestenfalls in den nächsten 14 Tagen was bei Rafael Guerreiro zu verkünden gibt, ob er verlängert oder vielleicht halt auch nicht. Wie verlaufen denn die Gespräche und gibt es eventuell eine positive Tendenz? Wir sind in Gesprächen weiterhin und Tendenz kann ich Ihnen noch nicht sagen. Wird denn bis zum Ende der Transferfrist, werden Sie da zu einem Ergebnis kommen? Ich bin kein Prophet, das weiß ich nicht. Ne? Also das muss man abwarten, weil wir ja nicht die Einzigen sind, die darüber entscheiden. Ne? Okay. Ja, bitte, wir gehen zum Kamerapodest und danach Sebastian Wessling. Ja, Herr Zorc, wo wir gerade dabei sind, rechnen Sie damit, dass es noch Änderungen gibt im Kader bis zum Ende der Periode oder wohl eher nicht? Ich weiß nicht, ob es jeder gehört hat, es war die Frage nach Änderungen im Kader bis zum Ende der Transferfrist, ob es sie noch gibt oder nicht. Ist ja noch etwas mehr als eine Woche. Transferschluss ist ja diesmal sogar am 2.9. erst, weil der 31. auf dem Wochenende fällt. Es kann sein. Es kann sein, dass noch was passiert. Aber ich kann Ihnen das nicht versprechen. Sebastian Wessling. Sie haben ja gerade gesagt, Köln ist recht pressingstark. Achim Bayer-Lotzer hat auch angekündigt, dass er gegen Dortmund davon nicht abweichen will, sondern auch sagte, man kann gegen eine Mannschaft wie Dortmund eigentlich nur spielen, indem man vorne drauf geht, anstatt sich hinten reinzustellen. Wie muss denn andersrum dann eine Mannschaft wie Dortmund gegen so eine Mannschaft agieren, damit man eben nicht in so Pressingfallen gerät? Wie immer, wir müssen uns auf alle Fälle vorbereiten. Wir sind bereit, dass sie sehr hoch, sehr aggressiv pressen und auch wir müssen bereit, das Spiel zu machen. Alle Möglichkeiten, sich vorbereiten. Das habe ich verstanden. Ja, er meinte, was genau du machen musst, als Beispiel, wie die Mannschaft agieren muss, um nicht in eine Pressingfalle zu geraten. Ich habe geantwortet, wie gesagt, wir müssen uns auf alle Fälle vorbereiten. Wir müssen auch defensiv und auch offensiv, was wir machen können oder so. Ja. Okay. Wir gehen zum Radio 91.2. Bitte schön, Matthias Schärf. Eine Frage vielleicht an Michael Zorc. Die Mannschaft hat gegen Augsburg überzeugt, aber hinterher kam auch von dem einen oder anderen der Hinweis, dass Augsburg vielleicht nicht der Maßstab war. Was erwarten Sie möglicherweise als nächsten Entwicklungsschritt jetzt in so einem Spiel gegen den 1. FC Köln? Ja, wir müssen wissen, dass es sehr, sehr wahrscheinlich nicht so einfach wird, wie es dann am Ende in der zweiten Halbzeit gegen Augsburg war. Auswärts ist sowieso eine andere Geschichte. Und B, auch alle Aussagen, auch was man gesehen hat von Köln, sieht ja so aus, dass sie aggressiver in das Spiel hineingehen. Und Wir müssen die richtige Schärfe haben. Ja, neben unserer spielerischen Qualität, die wir haben, auch die Leichtigkeit im Spiel, müssen wir aber auch die richtige Schärfe in diesem Spiel haben, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Das wird entscheidend sein. Jesko von Eichmann. Da würde ich nochmal anschließen, auch eine Frage Richtung Trainer. Wenn man die richtige Schärfe gegen eine harte Mannschaft, die hart presst wie Köln, braucht, kann man dann auch beim Personal etwas umdenken und vielleicht ein Typ wie Thomas Delaney im Mittelfeld da besser aufgehoben wäre als zum Beispiel Julian Weigel? Ja, wir werden sehen. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, ist gut. Ihr wisst wir ja, müssen dass wir uns auf alle Fälle vorbereiten. Und mehr kann ich nicht sagen. Jesko, das ist ein netter Versuch wie immer, aber ihr wisst ja, dass wir vorm Spiel einfach nichts zum Kader sagen. Es wäre ja auch kontraproduktiv, wenn wir es tun würden. Ja, natürlich, aber es wird nicht realistischer, dass wir die Kaderbenennung direkt hier vornehmen. Sie sind nicht nur physisch, sie spielen auch sehr guten Fußball, finde ich. Viel Flanke und viele Diagonal, so, aber nicht alles erzählen. Tobi Jürgen, bitte.
etwas allgemeinere Frage an beide vielleicht. Man kann jetzt auch an der Seitenlinie als Offizieller oder als Trainer gesperrt werden, wenn man 4 gelbe Karten kassiert. Ich habe sie beide nicht zwangsläufig im Verdacht, dass sie die ersten Kandidaten dafür sind in dieser Saison. Aber trotzdem, nein, nicht im Verdacht. Ich hoffe, dass es richtig angekommen. Trotzdem die Frage, wie finden Sie denn diese Regelneuerung? Ich denke nichts darüber. So was. Wir versuchen uns vorbildlich zu verhalten. Ja. Trainer macht das immer und ich versuche das auch. Es hätte hier Konstellationen gegeben, da hätte ich mir Sorgen gemacht. Aber in dieser nicht. Ja. Nein, das müssen wir beobachten, wie hektisch das, sage ich mal, umgesetzt wird. Ja. Oder ob die weiter relativ cool bleiben und das Ganze beobachten auch mal. Eben schauen, es geht halt auch mit viel Emotionen in so einem Spiel. Und dann, wenn man sich dann aufregt über eine Entscheidung oder vielleicht, dass man selbst nicht so gut spielt und das dann andersweitig rauslässt, muss man nicht sofort Karten verteilen. Okay, Jesko von Eichmann. Vor dem Spiel gegen Köln schauen Sie da vielleicht so als kleine Warnung auch nochmal ein Jahr zurück. Da gab es auch den Superstart gegen Leipzig und dann ein 0-0 gegen Hannover. Ja, die letzte Saison ist vorbei und es ist anders jetzt. Heute ist ein anderer Gegner. So, und wie gesagt, es wäre ein schwieriges Spiel, das ist sicher. Okay, kurzer Blick in die Runde. Keine weiteren Fragen mehr. Dann vielen Dank. Gute Anreise nach Köln. Wir sehen uns da am Freitagabend. Bis dann. Tschüss. Merci. Erschöpfend beantwortet. Was? Doppelnotigkeit. Michael Sims gleich nochmal den Kader. Auf Wiedersehen. Ja. Ciao.